Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge X4 Foundations mit dem Split Vendetta DLC und der WAO 2.0 Mod. Ich muss jetzt überlegen, wie die Mod nochmal hieß. Aber ja, in der letzten Folge machen mich doch die kleinen Schiffe hier etwas schwer. Wow. Die fangen jetzt auch schon an zu schießen. Und dann würde ich sagen, schließen wir uns denen gerade an. Yep, und tschüss. Oh, da ist eine Rakete unterwegs. Eine P. Dann schauen wir mal, was diese Schiffe alles hier drauf haben. 6 Kilometer. Ja, die neuen Plasmakanonen sind gut. Wow. Ganz schlechter Zeitpunkt. Was macht die Freibeuter wieder hier? Yo, wow, 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 wow. Da ist wieder dieser Freibeuter. Und da habe ich jetzt da keine Chance. Noch ein P, noch eine P. Und ich bin gleich Geschichte. Ja. Also das ist noch ein bisschen schwierig. Okay, okay. Habe ich jetzt der grüne Schuppe 2? Ja, genau. Entschuldigung. Ja, das wird doch ein bisschen trickiger. Also ich denke mal, mit der Cerberus wird es ein bisschen schwierig. Da muss dann halt, ja, ein anderes Schiff herhalten. Oder es liegt noch da? Ja, nee. Vorhandene Schiffe, deren Schilde, die werden dann dementsprechend schon richtig eingesetzt. Aber schon Wahnsinn, dass ich dort echt keine Chance mehr habe. Nee, da muss ich mich leider aus dem Kampf zurückziehen. Da habe ich leider keine Chance. So, aber erstmal hier weg vom Fenster, weil, wie gesagt. Rakete im Anflug. Nein. Denn auch der Freibeuter, der geht mir ein bisschen auf den Senkel. Autopilot eingeschaltet. Ja, Verteidigungsdrohne, das ist jetzt dann nicht so schlimm. Musste noch der Freibeuter kommen. Habe ich überhaupt was an Bord, was ihn interessiert? Eigentlich nicht. Oh ja, hier. Quantumröhren. Die hatte ich gehabt. Deswegen wollte er mich angreifen. Minotaurus, Plünderer. Ja, tschüss. Okay, jetzt verdrückt er sich. Ja, was mache ich mit den Drohnen? Haben die
Ah, die fliegen mir hinterher, ne? Die fliegen mir hinterher. Tschu. Okay. Sie haben aber kein Zeitlimit. Das heißt, ich muss Energie. Zeitlimit. Wie es halt mal in den. Da ist ein Honigfresser unterwegs. Wir warten mal, bis die Drohnen da sind. So, die Cerberus sollte eigentlich. Oder die Centaurus sollte eigentlich fertig. Ah, 4 Minuten noch, okay. Weil hier ist wieder ein Schlachtschiff, Zyklop, unterwegs. Du hast fertig abgeladen, okay. Du bist, glaube ich, der Nächste. Handeln mit. Jawohl, kann ich. Und tschüss. Wieder eine N unterwegs. Muss ich erwarten, bis meine Drohnen hier angekommen sind. Dass die hier andocken können. Sind sie ja gleich. Da sind sie ja schon. Also einer. Was ist dein Befehl? Hast du überhaupt Befehle? Docke an, genau. Dann dock mal bitte an. Auch hier die paar Schiffe, wo hier rumfliegen, die haben keine Chance. Ein Elster. Ich denke mal, ich werde in der nächsten Folge, werde ich mal anfangen, zwecks dem Stationsbau, dort werde ich mal anfangen. Ich werde wahrscheinlich, wo werde ich schon anfangen zu bauen? Ich würde sagen, hier, im profitabler Handel. Dort werde ich meine Station aufbauen. Es ist relativ zentral von dem Ganzen hier, beziehungsweise ich könnte auch hier hin bauen, ein profitables Andenken. Das ist noch zentraler. Aber ich denke mal, hier werde ich das Ganze aufbauen. Ein profitabler Handel 3. Dort werde ich dann ein Dings aufbauen. Mal schauen. Es ist relativ zentral. Ich bin weg von den Xenons. Die Xenons haben ja ein bisschen Zeit für sich auszudehnen. So, sind meine Schiffe angedockt. Da kommen sie erst. So, dockt mal an. Ja, mit Sinza würde das ein bisschen schneller gehen. Aber ich will hier mit dem Sinza, was mir aufgefallen ist, dass dort die Xenons noch extremer sind. So, genau, dockt mal an, bitte. Yep, jetzt wirst du verschluckt. Und dann kommt der Nächste. Hoffentlich gleich rein. Hier sind 2 Honigfresser. Warum? Ja gut, okay, hier gibt es Nividium. 3 Honigfresser, weil hier das Nividium ist ausgelutscht. Wir haben hier draußen etwas gefunden. Ja? Du kannst aufsammeln. So, der Nächste wird andocken. Kann ich dir Befehl geben? Untergeordnete zurückrufen. Der ist relativ zügig unterwegs. UZG 511, okay. So, die nächste Drohne bitte andocken. Ja, 3 Drohnen habe ich verloren, aber es ist egal. Ich habe sowas mal schneller gesehen. So. Wo wollte ich hinfliegen? Ach komm, wir fliegen direkt dort hinten hin, bauen unsere Station auf.
Ich weiß noch nicht, ob ich dann wirklich auch noch den kleinen Bodenblock mache. Ich glaube es eher nicht. Klar, es ist eine kostenlose Station, die man bekommt, aber brauche ich nicht. Wenn ich wieder anfange mit den großen Sachen, dann ist alles wieder gut. Eigentlich müsste ich dann. Ich müsste dann hingehen und. Ich habe ja von den Argonen die Sachen gekauft. Wobei es eigentlich ja egal ist, weil Hüllenteile werden durch Silizium, Erze hergestellt. Und Graphen, das ist eigentlich immer das Gleiche. Das sollte eigentlich passen, weil ich brauche. Oder beziehungsweise die Bevölkerung. Beziehungsweise es braucht eigentlich fast jeder Hüllenteile, weil ohne Hüllenteile geht nichts. So, ist der fertig? Jawohl, die Zentau ist fertig. Dann würde ich sagen, fliegst du dann auch bitte dorthin. Hier haben wir wieder irgendwo ein Feindschiff unterwegs vor mir. Und jetzt nicht mehr. Komisch. Ein Phönix ist hier. Oh, hier tut sich auch wieder einiges ansammeln. Eine Bussard, eine Adler. Ja, hier hinten, wie gesagt, gibt es halt einen Adler zum Entern. Nach langer Zeit wieder einen gesehen. Das war knapp. Jetzt wieder so ein blinkender Fragezeichen. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Ich weiß es echt nicht. Schauen wir mal ganz kurz hinten, was an dem Tor losgeht, ob ich dort was abgrasen kann. Aufklärung von Xenon und in grüne Schuppe 1 erhöht. Gut, okay. Kriege ich wieder richtig? Ach so, stopp. Ach, ich bin ja nicht hier in Jana Musura. Stimmt. Stopp. Eingeschaltet. Ich bin ja nicht in Jana Musura. Doch, ich muss diesen kleinen Bodenplot machen. Ich muss ja meine Forschungen in Gang kriegen. Ah, verdammt. Ich muss ja die Forschung in Gang kriegen. Wie schnell ist das Schiff? Das habe ich nicht aufgepasst. Verdammt. Sieht man noch irgendwo? Sieht man jetzt noch irgendwo die Sachen, was dieses Schiff hat? Schiffsübersicht. Das ist doch. Allrounder. Reisegeschwindigkeit 7200 Meter pro Sekunde. What? Oh, wow. Damit hätte ich das eigentlich gerecht, aber relativ sehr, sehr langsam. Aber 7200 Meter pro Sekunde, ja, das ist noch schneller als ein Aufklärer. Boah. Hätte ich jetzt ja nicht gedacht. Na gut, okay, wir fliegen erstmal den ganzen Weg dort hinten hin. Und dann werden wir auch die Folge für heute dann beenden müssen. Also, es dauert noch etwas, bis wir dort ankommen. Mit dem Schiff. Ist die Centau, ist die wendiger? Oh, Gieren. 14, sie 34, 37. Oh, ich glaube, die Centau ist noch träger. Die Centau ist noch träger. Oh ja. Die ist wesentlich träger. Das kannst du eher schon als Schlachtschiff bezeichnen. Ach du Scheiße. Boah, da ist ja hier die Cerberus noch wendiger. Hohohoho. Boa.
Mann, 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 da kommt einiges auf uns zu. Jo. So, jetzt geht's relativ bisschen schneller unterwegs. So, einmal hier durchfliegen. Tschupp. Erreiche System. Sündhafte Vergeltung. Und schupp. Erreiche System, frommer Nebel. Der Laserturm ist im Highway unterwegs, alles klar. Ich habe hier schon vieles erlebt, aber dann noch ein Laserturm? Naja, ich bin ja auch einmal mit dem Raumanzug durch den Highway geflogen oder durch ein Sprungtor, durch einen Erfolg zu bekommen. Aber dass hier ein Laserturm noch durchfliegt, okay. Oh Gott. Wieder komisch, ey, das gibt's nicht. Ich denke mal, die Cerberus, die Centaur ist noch vor mir da. Ja gut, wobei. Eins, zwei, ja gut, okay, wir haben eigentlich gleich viel. Ja gut, ich weiß nicht. Ich glaube, die Cerberus ist schneller da. Wenn die mal loslegt mit ihrem Reiseantrieb, dann ist es vorbei. So, 11 Millionen haben wir erst. Das ist schade. Du bist wieder voll. Boah, das alles immer manuell zu machen. Das ist ein bisschen nervig. Soll irgendwie ein bisschen automatisierter losgehen. Erreiche System. Lupileus Glück. Die PGS. Hier ist ein Sicherheitscontainer, okay. Aber, ja. Noch gehört niemand in dieser Sektor. Irgendwann hole ich mir den noch. Erreiche System. Profitabler Handel. So. Oh, da muss ich auch noch einige Bergbauschiffe nochmal bauen. Und ich weiß auch nicht, was es hier gibt. Weil ich brauche Silizium, Erz, Wasser. Wobei hier hätte ich noch was. Hier ist. Wobei ich dann wahrscheinlich dann hier unten hinbaue. Tu mir mal einen Gefallen. Gerne mal hier nochmal erkunden. Dass ich dort wahrscheinlich hier unten hinbaue, weil dort unten gibt es ja die, schauen wir mal hier bei den Filtern nach, bei der Legende, Mineralien- und Gasregionen. Das ist lila, blau ist sowieso Gasregion und Mineralienregion ist rot. Dass ich es dorthin baue, die ganze Geschichte, also meine Fabrik. Unbekanntes Objekt? Hä? Part zum Profit, okay. Ich habe das noch nicht entdeckt. Das Tor, okay. Da würde ich sagen, habe ich irgendwo noch einen Aufklärer hier rumfliegen? Ja, hier. Erkunden. Oh, den habe ich ja ganz übersehen. Erreiche profitabler Handel 3. So. Oh, ich muss ja noch mein Mammut noch dorthin bringen. Ganz vergessen. Fliege zu. So. Hier ist die Region. Okay, dann würde ich sagen, lieber Cerberus, komm mal bitte hier hingeflogen, dass ich die Station, wobei das System ist relativ klein, ne? Hm.
Eine Ressourcensonde. Ah, es hat nicht gereicht, schade. Ah, es hat nicht gereicht. Weil ich wollte eigentlich, dass du noch weiter ein bisschen hier in das Feld hineintriftet. Hier ist noch ein Sicherheitscontainer, okay. So, ja, teleportiere zu, kann ich leider nicht. Centaur, Verteidiger. Ein Centaur. Aha. Wenn ich dieses Schiff angreife, wie viel Schilde verliert denn das Teil? Wow, okay, mit meinen Lasern hält es viel aus. Ja gut, ne? Raumanzug benutzen, jawohl. Hallo? Centaur, Verteidiger. Xenobot verteilt eine riesige Herausforderung auf. Ja gut, okay. Okay, wir sind 1,5 Kilometer entfernt. Puh. Oh, ist die Frage, ob ich dort überhaupt andocken kann. Das werden wir jetzt ja gleich sehen. Würde mich mehr interessieren, wie es aussieht, bevor das Spiel abstürzt. Oder sonstiges. Erstmal abspeichern, weil ich weiß nämlich nicht, ob es funktioniert mit dem Andocken. Und auch auf Brücke begeben und hast nicht gesehen. Das weiß ich nicht. Sicher, sicher. Wow, das Schiff ist so groß. Aber ich freue mich jetzt auch schon auf die Manövrierfähigkeit von diesem Schiff. Ja, nee, du hast wirklich eine Luke für reinzugehen? Ah, das ist eher nur so aufgemalt. Aber hier Landeplattform für zwei Schiffe, okay. Ja, eine Brücke ist da. Kann ich helfen? Auf Wiedersehen. Was sind das für Waffen? Uiuiuiui, wo ist denn die? Hallo? Wo fliegst denn du jedes Mal hin? Hör mal auf, alle Aufträge beenden. Alter, wieso? Ich verstehe es manchmal nicht, wieso der jedes Mal immer diesen Weg hin. Okay, das Boost, das ist... Wow. Also boosten dauert extrem. Ah, jetzt hat er geschnallt. Oh Gott, ist dieses Schiff so unwendig. Ja, oh, also die Waffen sind eigentlich relativ gut. Aua! Aya, Verteidiger. Autsch! Was soll denn das? Oa. Cerberus, Verteidiger.
Da bist du einfach so angerammt von deinem Schiff. Okay, er ist hier am Aufklären. Hier ist noch ein Sicherheitscontainer, okay. Schiffsinformationen. Du bist unterwegs, okay. Gut, okay, da würde ich erstmal sagen, war es das gewesen mit der Folge. Ich warte noch, bis hier der Mammut angekommen ist. Und dann werden wir anfangen, in der nächsten Folge eine Station aufzubauen. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!